Kanada AD. AD steht für Außerdienst bei Ex-Bundespräsidenten zum Beispiel, aber hier ist es ein bisschen anders. Alkoven und D steht für? Fürs Doppelbett bzw. Querbett. Du bist der? Bastian. Bastian, ich grüße dich herzlich. Dein Team hast fast komplett über Fußball kennengelernt. Das ist so, du spielst Fußball. Ich habe mal Fußball gespielt, ja. Ja, und dann hast du die Leute, mit denen du teilweise also gut unterwegs warst, akquiriert, damit sie hier freizeitähnliches Arbeiten machen. In der großen Halle seid ihr hier, mitten in Frankfurt. Hast du dir etwas kreiert, muss ich ganz ehrlich sagen, was nicht viele von sich sagen können. Ja, du hast eine beheizte und klimatisierte Halle, in dem Reisemobile, nämlich fast alle Reisemobile stehen, die da sind. Das hat lang gedauert, bis ihr in dem Level wart, wie ihr jetzt seid. Mit Riesenwerkstatt, also bitte auch das Video gucken, wir haben Rundgang gemacht. Macht. Aber Hut ab, wenn hier Leute kommen, wie viele Leute waren da am Wochenende? 340. Ungefähr, angemeldet, oder? Ja, angemeldet Leute, 340, Samstag und Sonntag. Ja. Ihr habt doch Ringelpiez gemacht, sehr mit Essen und allem. Mit Anfassen, ja. Das war Kinderbelustigung, gibt es noch Hüpfwogen? Hatte ich letztes Jahr, aber das Wetter ist ja dieses Jahr ein bisschen schlechter als letztes Jahr zu der Zeit. Ja. Aber wird es nächstes Jahr definitiv wieder geben, sofern das Wetter mitspielt. Viele sagen, der Markt geht so ein bisschen zurück. Ihr könnt das nicht feststellen. Also ihr habt so hohe Nachfrage. Ja, gerade im Alkoven- und teilintegrierten Bereich ist es nach wie vor ungebrochen, dass den Bedarf an den Reisemobilen, ja, das ist immer noch nicht. Guck mal hier, Listenpreis des ausgestellten Fahrzeuges, der hat schon richtig viel Ausstattung, ist nämlich ein 30-Jahre-Modell. Das heißt, ihr habt so Sondermodelle kreiert, die auch ein etwas schickeres Design außen haben. Mhm. Und da seid ihr mit 76.000 für ein fertig ausgestattetes Sondermodell natürlich gut dabei, muss man fairerweise sagen. Viele bieten ja Reisemobile an, 150.000, 200.000 in der Länge. Wie lang ist der denn? 7,48 Meter. Ist das handlich im Alltag? Er guckt nochmal nach. 7,31 Meter, okay. Sorry. Fast. Er kennt schon fast die Länge seines Fahrzeugs. Fast, aber nur fast, ja. 7,31 Meter, ist das handelbar im Alltag? Ja, absolut, absolut. Wenn Leute kommen und sagen, ich bin sowas noch nie gefahren, ihr bietet die an in der Vermietung. Ich habe vor kurzem eine Serie gemacht, wir waren mit dem Hausboot unterwegs und ich bin noch nie Hausboot gefahren. Ich glaube, ich kam mir so vor wie die Leute, die das erste Mal Reisemobil fahren, oder? Ja. Man hat schon Respekt. Ja, absolut. Allerdings nehmen wir den Respekt auch schnell wieder weg, weil einfach Learning by Doing. Und wenn man es mal gemacht hat, kommt man absolut mit der Länge gut klar. Mit der Höhe muss man auch dran denken. Da sollte man natürlich die Meterzahlen im Kopf haben. 3,6 Meter in diesem Falle beim Alkoven-Modell. Ja, da sollte man nicht in eine Tiefgarage reinfahren. Bitte nicht, ja. Fahrt nicht in eine Tiefgarage, habt ihr gehört? Auch nicht im Frankfurter Flughafen. Die hat nämlich 2,20 Meter, das wird nicht gehen. Wie hoch sind wir denn? Sind also wir einmal geht's dann, ne? Einmal geht's. Sind wir über 3 Meter? 3,06 Meter, ja. 3,06 Meter. Also beim Alkoven und beim Teilintegrierten sind wir bei 2,98 Meter. So, jetzt haben wir außen GFK, oben GFK. Das bedeutet, Sträucher, die sind ja unvermeidbar. Wenn du in den Süden fährst, dann fährst du auch schon mal durch Einfahrten durch. Da sind Sträucher links und rechts. Die machen dem erstmal nicht so viel, oder? Nein. Absolut resistent. Das passt, definitiv. Und wenn mal doch was Größeres dran ist, können wir das dank GFK auch fixen. So, GFK heißt was? Glasfaserverbund. Das bedeutet, das Ganze ist sehr widerstandsfähig. Magst du mal draufhauen? Das war mal mit der Faust. Ist das alles, was du drauf hast? Oder? Ich genau. Habe ein bisschen Angst wegen meiner Uhr. Also. Ich könnte aber die rechte Seite auch. Das ist so. Also bedeutet, wenn jetzt hier ein Fahrrad steht, der Lenker fällt dagegen, das ist so der Klassiker. Nein, merkt man gar beim nicht. Alu zum Beispiel. Nicht. Ja. Ja, alles gut, hier vorne, da würde ich es jetzt nicht machen? Da würde ich es nicht machen. Da bräuchte ich mir relativ schnell wieder Smart Repair. Aber hinten für den Aufbau absolut widerstandsfähig. Ja, ihr habt die Kisten sehr leise hinbekommen. Ihr habt einen Deal mit Renault schon sehr lange. Mhm. Baut, glaube ich, nur auf Renault? Ja, ausschließlich auf Renault. Sind auch sehr, sehr happy. Zuverlässige Motoren auf Steuerkette, kein Zahnriemen, also hat auch von den Wartungen her super Vorteile. Was das der Gag ist. Alle haben ja gesagt, ja, Renault, der kommt dem Markt nicht an. Hast du gesehen, was Hümer jetzt baut? Auch Renault. Ja, man sieht das ja auch, wenn man jetzt mal schaut, auch die Handwerker und Co., die Fahrzeuge wirklich tagtäglich benutzen, ob jetzt als Pritschenfahrzeug oder als Kastenwagen, die haben ja zum Teil nach 3-4 Jahren über 500.000 Kilometer drauf, ohne weiteres. Und wenn man den Handwerkern spricht, die sind super happy. Ja. Hat eine Steuerkette, fetter Motor, ja. 2,3 viel Drehmoment, aber jetzt keine 220 PS, sondern ordentlich Drehmoment. Dank dem Biturbo. Ja. 145 PS ist standardmäßig bis 165 PS, die absolut ausreichen. Wir können mit dem Wohnmobil 2 Tonnen ziehen, mit unseren Kastenwegen sogar 2,5 Tonnen.
Das Schöne ist, ihr habt die als Schalter ausgestattet. Das also kommt vielen sehr entgegen, weil sie nicht das ganze Jahr unterwegs sind. Und dadurch hast du eine Anhängelast, die ist so enorm. Viele haben gar keine Anhängelast mehr aufgrund der Automatik, die immer leichter werden muss. Das ist echt ein Problem. Ja. Ich habe gesehen, Gesamtzuggewicht passt auch bei euch. Das ist ja auch ein Thema, steht im Fahrzeugschein drin. Guckt ruhig mal drauf. Dann habt ihr vielleicht eine Anhängelast von 2 Tonnen, aber dürft nur noch 400 Kilo ziehen. Ja, ja gut, das muss ich halt wieder ausgleichen, klar. Aber er hat auf jeden Fall kann das Fahrzeug 2 Tonnen ziehen. Ihr habt 6 Ganggetriebe mit drin, das ist Serie. Mhm. Und dann, Rückwärtsgang. Und Rückwärtsgang. Eine Klimaanlage habt ihr? Haben wir auch dabei. Ein Fahrer aus Klimaanlage ist dabei. Ganz wichtig, auch Berganfahrassistent, wenn die Leute nicht so ganz koscher sind, was die Gangschaltung angeht. Also am Berg braucht man da gar keine Angst haben. Mhm. So, du hast dich mit dem Fahrzeugschlüssel nämlich ausgerüstet hier bei dem Fahrzeug. Ich habe dich selten so überrascht gesehen. Ja, ja, ich habe es tatsächlich dabei. Hast du echt dabei? Nein. Aber das ist so, wenn du mal gerade mal öffnest. Aber ich ich vorher aufgeschlossen. Nee, wir machen beim nächsten machen wir mal einen Motor an, mal kurz. Yeah, also, dass wir es einmal sehen. Du sagst, der fährt sich, wenn du drin bist, sehr automotiv, also vom Geräusch, von der Geräuschentwicklung. Absolut, ja, ja. Also kann man auch ohne weiteres lange Strecken mitfahren. Ist sehr, sehr angenehm, federt schön ab. Ein ganz, ganz tolles Fahrzeug und gerade auch im Zuge mit der Luftfederung, was ich immer empfehle. Ja, ist das von wem ist sie? Luftfederung ist von Goldschmied. Ah, okay. Das heißt, ihr bietet hinten, der Vorteil ist die Fahrstabilität, wenn du mal ein bisschen besser. Ja, absolut. Und man kann es natürlich auch rechts und links ausgleichen. Wenn man ein bisschen schräg oder links oder wie auch immer geneigt steht, kann man das dementsprechend wieder gerade justieren, was natürlich auch ein Vorteil ist. Geht in der Praxis besser, als man glaubt. Mhm. Habe ich nämlich mit dem Eurocargo gemacht. Der kann 30 Zentimeter. Das kann der hier nicht. Aber du kannst wirklich dann das Niveau angleichen, wenn du schräg stehst. Genau, das kann man tun. Ist das sehr teuer, die Luftfeder? Nein. Ungefähr. Nein, also im Verhältnis, was es bringt, nicht teuer. Ich glaube, wir liegen, 2.300 Euro inklusive Einbau. Mit Einbau? Ja. Okay, die kann ich nachrüsten und damit kann ich das Fahrzeug auf bis zu 4 Tonnen auflasten. Mhm. Vielleicht kommt ja demnächst was bei 4,25, wer weiß. Wir hoffen alle drauf, dann ist es natürlich der Hammer, dass man mit dem gleichen Führerschein auch bis 4,25 Tonnen bewegen darf. Ja, aber ansonsten macht der ein C1E, gibt es hier Fahrschulen, die machen das in der Woche, also im Crashkurs. Rabattcode. Nee, ohne Witz. Also ich hab jetzt keinen, aber es gibt ganz viele Ferienfahrschulen, kein Witz. Ja. Machst ein C1E in der Woche. Also okay. Das ist, und du machst auch einen Sprinter. Also kein LKW musst du fahren. Du fährst einen Bus mit Doppelbereifung hinten, der hat dann 4 Tonnen, machst deinen Führerschein. Okay, sehr schön. Du hast noch den alten Dreier? Ja. Nee, habe ich nicht. Du siehst so jung aus. So. Ja, aber ich bin am Motorradführerschein gerade dran, habe aber keine Lust, nochmal die Schulbank zu drücken. Ja, okay. Vielleicht hast du was machst du? Für mich. Achso, ein Tipp? Ja, von dir, dann bräuchte ich einen, wie es schneller geht. Habe ich keinen Tipp. Geht nicht mehr, ging früher mal. So, wir gehen mal rein. Ja, ihr habt flächenbündige Fenster? Ja, Polyvision Rahmenfenster. So, Rahmenfenster heißt, die bauen nicht auf? Genau. Das heißt, die sind also Geräuschentwicklung. Klar, du hast natürlich jetzt so einen großen Alkoven hier drüber. Ihr habt ihn aber so aerodynamisch gemacht, den hörst du relativ wenig. So gut wie gar nicht, exakt, ja. Gut, Vorteil ist natürlich, wenn du in den Süden fährst im Sommer, du hast immer so eine eingebaute große Sonnenblende dabei. Ja. Das sagen mir Alkovenfahrer, in der Praxis ist das wirklich sehr praktisch. Das heißt, gut, dadurch ist nicht so viel Lichteinfluss da. Also ist definitiv auch angenehm, wenn es mal Richtung Sonnenaufgang geht. Ja, wenn du also zum Beispiel nach Lyon unterwegs bist, dann kommt die Sonne von der Seite, die da ist. Ihr bietet auf Wunsch auch, ihr habt jetzt ein Vorhangsystem mit drin, ein Verdunklungssystem, was du zuziehen kannst, vorne direkt an der Scheibe. Genau, eine Faltverdunklung ist optional bei uns erhältlich. Ja, ist eine super Sache, weil man dadurch das ganze Fahrzeug vorne auch abdunkeln kann. Im weiteren Aufbau, das Fahrzeug ist ja alles schon vorhanden. Preis-Leistungs-Verhältnis, wir sind hier bei, ich glaube, 70. Ist gut, ne? Bei dem, ist gut, gell? Ja, sehr gut, sehr gut. Auch der Wiederverkauf ist überragend. Das ist jetzt kein Witz, also du sagst das klar, du bist Verkäufer, mal ein Werbevideo, aber... Nee, aber die Kunden wissen es ja auch, beziehungsweise der mal bei uns einen wieder eine Zahlung gegeben hat, im besten Fall auch wieder einen Aaron und dann wieder einen neuen gekauft hat, hat ja gesehen, dass es da kaum Preisunterschiede gab. So, du nimmst die auch gerne wieder in Zahlung, das heißt, wenn einer sagt hier, sehr, sehr ich will mich verändern, verkleinern, vergrößern, egal. Alles. Alles. So, alles. Mach mal den Arm bitte hoch. Du hast eine kleine Tochter, da sagst du das auch immer. Mach mal hoch, dass ich mal sehen kann, wie groß du bist. Du bist 1,87 Meter und bitte mal Arm hoch und versuch mal ans Fenster ranzukommen. Das geht kaum, oder? Das heißt, also das ist so ein Platz, da kann man ruhig das Fenster offen lassen nachts, oder? Wenn einer ein bisschen ängstlich ist. Oder da kommt einer, der über 2 Meter ist, dann wird es kritisch, ja. Aber sonst alles gut. So, das sind die Auslässe für den Kühlschrank. Das Silberne, das ist Teil der Edition. Ja, das ist optional, beziehungsweise speziell für die Edition in Silber gehaltenes Chassis. Ja.
Ja, ihr habt eine Lippert-Aufbautür hier drin, sieht man sehr schön, mit Fenster und Verdunklungsmöglichkeit. Das kleine Fenster müsste jetzt nicht sein, aber es ist sehr, sehr praktisch. Und dann hast du Licht im Innenraum. Mehr Licht im Innenraum. Vorteil, ne? Eine breite Tür hier diesmal. Sehr, sehr breit, sehr breit. Ja. So, du magst mal kurz reinklettern, sei mal so lieb. Haben wir nicht abgesprochen, aber dass man mal sieht, 1,87 Meter, die ist so breit, dass du locker 4 Fahrräder reinmachen kannst. Bitte achtet auf die Zuladung. Ja, ja. Oder 7 Menschen. Passen 7 Menschen passen rein. So, Licht habt ihr drin, 230 Volt und ganz neu 2 Dichtungen natürlich mit drin. Die ganzen werden mit Druck angezogen, eine Außen- und eine Innendichtung. Der Vorteil ist, dass du das ausgeschnittene Element wiederverwenden kannst. Mhm. Ja. Hab ich das schön gesagt? Ja, absolut, traumhaft. Also das heißt, dieser Ausschnitt ist genau der, den ihr rausgesägt habt. Genau. Und der ist dann hier mit drin. Das Ganze wird über einen Magneten gehalten. Ja. Was rüsten die meisten nach eigentlich? Was ist gern genommen? Aktuell wirklich ein Autarkpaket. Was heißt das? Autarkpaket heißt, dass man mit Solar arbeitet, gegebenenfalls auch mit Lithium. Und dass man einfach autark stehen kann. Also man ist nicht gebunden praktisch am Campingplatz und kann ein bisschen... Es geht um das Thema Stromanschluss, den brauche ich ja nicht mehr. Absolut, man braucht nicht tatsächlich die Steckdose. Man kann das alles über die Batterie bzw. über Solar steuern. Ladebooster ist mit drin? Ladebooster, Wechselrichter, dass man auch die Haare sich föhnen kann. Oder die Kaffeemaschine benutzen. Ja, du hast ja noch Haare. So, ich zeig mal, was ist hier drunter? Hier ist, ja zu, ist die aber AGM. Die AGM. Was ist AGM? Eine Gelbatterie. Eine Gelbatterie. Ja. So, ist das Ladegerät schon ausgelegt für Lithium? Kann ich das dippen? Ja. Das heißt, da kann ich Lithium. Ja. Allerdings müsste man individuell, was wir auch anbieten, finden wir da Lösungen, beziehungsweise gehen auch wirklich die Bedürfnisse von dem Kunden ein. Aber es würde gehen, wenn ich mir jetzt... Was heißt also, klar, es geht um das Thema Ladung, dass die Ladekurve stimmt und der auch stärker geladen wird und so weiter. Aber jetzt sind wir ja in einem Alkoven drin. Und das hast du natürlich hier bei den typischen Alkovenmodellen, hast du 2 Schlafmöglichkeiten, hinten und vorne, und eine Sitzgruppe, die du nicht umbauen musst. Und das ist bei ganz vielen Leuten, die unterwegs sind, entweder zu zweit, muss man sagen, das ist auch gerne mal ein 2-Personen-Fahrzeug hier, oder? Ja, man kann es auch individuell nutzen, das heißt auch den Alkoven ist eine ideale Abstellmöglichkeit oder Ablegemöglichkeit, und wir haben einfach unheimlich viel Stauflächen hier drin. Oh, guck mal, das Platz, ja. Das ist Wahnsinn, du bist ja jetzt 1,97 Meter, der Kollege eben, der war ein bisschen unangenehm. Eigentlich 1,86 Meter. 1,86 Meter, der Kollege war 1,97 Meter. Das stimmt, Der war schon schwierig. Also der war hier im oberen Alkoholbereich, hat er kein Problem. Gut, aber ist auch nicht die Masse, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber war gut, dass wir mal ein Video gemacht haben, wo er dabei war. Aber er ist schon bei seinem Job, wenn er den Van 55 vorführen muss, das Bad, das wird schwierig. Ja, absolut. Da steht er doch bei seinem Tor. Oh, guck mal hier, 1,87 Meter und du hast immer noch Schuhe an. Das ist richtig Stehhöhe. Ja, absolut. So, jetzt setze ich mich mal, bitte setze ich mal dahin. Jetzt sind wir abends beim Italiener gewesen. Gibt es noch einen Rotwein? Also man kann den hier auch verschieben. Hin und her. Warte, ich setze mich mal rein. Und was geil ist, sollte man hier auch schlafen. Ja. Dann braucht man das hier nur umklappen, das umlegen und dann die Polster drauf und das Thema ist gegessen. Was mir auffällt, ist, dass die Sitzauflagen sehr, sehr tief sind. Das heißt, mit langen Beinen. Ist angenehm. Angenehm, ja. Das fällt mir direkt auf. Wie bei der Couch. Warte mal, wenn du gerade mal zeigst. Also die Beine, die ist so tief. Du hast eine richtige Couch. Wie ist die Sitzqualität? Gut? Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, tatsächlich. Also man merkt das ja auch, wenn man mal eine Couch gekauft hat, die nicht so tief ist, dass man dann beim nächsten Mal darauf achtet, dass man sich eine tiefe Auflage holt, weil es einfach einen Sitzkomfort mit sich gibt. Wie viele Inneneinrichtungen habt ihr? Ist das in diesem Modell ja genau diese, nehme ich an, oder? Genau diese. Die können wir abziehen und ist abwaschbar und ist sehr hell und sehr freundlich. Ja. Ihr habt helles Holz jetzt im Programm. Ja. Das heißt, ihr seid aber schon lange nachgezogen. Ich glaube, vor einigen Jahren schon mit dem Helge. Ja, absolut. Es wirkt einfach freundlicher und wirkt der Platz da nicht so beengt. Also, ja. Der Grundriss ist ein Grundriss, mit dem man nach Spanien fahren kann für ein halbes Jahr. Denn du hast so viel Platz für 2 Personen, schon echte Linermaße. Du hast ein dediziertes Fahrerhaus. Das heißt, wenn du hier zumachst, sag mal gerade so lieb, mach mal bitte den Vorhang zu. Dann siehst du von dem ganzen Fahrerhaus gar nichts mehr. Das ist erstmal was Schönes. Kannst hochmachen? Kannst auch hochmachen. Damit du besser einsteigen kannst. Und jetzt machst du einfach diesen Vorhang zu. Dadurch hast du eine Wärmeisolation. Das Ganze geht binnen Sekunden. Kannst du zumachen. Und das Thema Fahrerhaus ist weg. Das heißt, du musst nicht die Sitze integrieren, was vielen Leuten wichtig ist, dass die sagen, oder halt davor,
Du musst nicht die Sitze integrieren. Jeweils auch die Auflagen dabei. Ne? Was heißt das? Die Bettbauung. Naja, für vorne, fürs Fahrerhaus müsste jetzt optimalerweise hier drin sein. Natürlich nicht. Da, das heißt, das sind so Thermoisolierungen. Thermoisolierungen, die man vorne die sind dabei. Macht. Die sind immer dabei, bei allen Fahrzeugen. Oh. Er gibt nicht auf. Nee, nee, aber hier ist es jetzt drin. Nicht so schlimm. Also, Zugang hinten zur Garage, du hast es gerade schon gezeigt. Ja, genau. Da könnte jetzt auch eine Hundebox stehen. Mhm. Alles ideal, auch gerade wenn man eine Tiefkühlbox noch reinpacken möchte, ist es natürlich überragend. So, ein großer Kleiderschrank. Das ist auch eine Besonderheit hier. Du hast einen Kleiderschrank wie im Wohnwagen. Also wenn man gerade vom Wohnwagen kommt, das ist das Erste, was die Leute im Reisemobil sagen, wo ist mein Kleiderschrank? Hier ist er. Also riesengroß. Dann hast du eine Küche wie im Wohnwagen. Das ist wirklich von der Länge her, von der Durchgangsbreite. Guck mal, wie viel Platz du kannst, wenn die Leiter mal... Ich tue mal die Leiter wieder zurück. So, und natürlich immer hier einhaken. Ach, du kannst sie sichern. Das sind sollte man. So, und dann hast du eine Küche, die wirklich ihren Namen auch verdient, mit großer Durchgangsbreite. Das ist die erste Längsküche, also bietet natürlich sehr, sehr viele Vorteile. So, Piezo-Zündung. Mit Soft-Closing. So, heute Abend gibt's Nudeln, wie ich sehe. Ja, mit Spaghetti und Tomatensauce. Großer Schrank. Ihr habt die auch in der Vermietung? Ja. Ja, gerade die Alkoven-Modelle sind natürlich sehr, sehr beliebt. Für Familien, glaube ich auch, ne? Absolut. Wobei man auch wirklich sagen kann, dass auch zum Teil, wenn sie nur zu zweit sind, auch gerne den Alkoven nehmen, weil einfach mehr Möglichkeiten haben. Du kannst hinten zum Beispiel auch Klamotten mal lagern oder kannst vorne auch Sachen, die man mitnimmt nach Spanien. Da können vorne Tische, Stühle, also kannst viel reinmachen, Euroboxen. Ja. Also das ist da. So, dann fährt man das runter, sag mal, das sind Gasdruckfedern. Genau, rechts und links. Und dann geht es ruckzuck und auch hier, ach, da sind sie, guck hier. Ach, tschakka, ja, die wollte ich vor einer Viertelstunde schon zeigen. Ja, jetzt sind sie da. Ja, so, mach mal hoch. Ah, hier habt ihr auch Latten raus. Genau, und auch wieder der Trinkschutz. Ja. Gut, will ich nicht rausfallen. Der ist so lang, dass Kinder können auch längs schlafen, ne? Ja, absolut. Drei Stück absolut, sogar. Absolut, ja. Ja. Zulassung, du sagst, also zwei Personen kein Problem, 3,5 Tonnen, aber mit 4, 5 Personen würde ich schon die Auflastung nehmen, oder? Ja, absolut. Absolut. So, dann großer Kühlschrank. Auch der ist an der optimalen Stelle, nämlich direkt neben dem Eingang, sodass ich also rein rauslaufen kann, kann hier mein Fleisch rausnehmen. Direkt ein Fach für die Mikrowelle, genau. Die ist hier mit drin und oben drüber der Fernseher. Der Fernseher, ja, Fall, ja. Den man aber meistens dazu kaufen kann. Nicht braucht. Also Sat-Anlage ist das noch schwer gefragt. Machen die viele Router jetzt? Ja, viele gehen auf Smart TV, muss man tatsächlich sagen. Ja, wird immer weniger Sat-Anlage, ja, oder? Ja, ja. Gut, der Vorteil ist, du kriegst die Baumplätze dann. Das heißt also, keiner will ja dann unterm Baum stehen. Du hast den Schatten, die anderen haben die Sonne. Genau. Weil sie ihre Sat-Anlage haben möchten. Bettbreite hier 1,30 Meter? Ja. 1,30 mal 2 Meter. Mhm. Okay, und dann hast du hier nochmal einen Schrank drüber. Da sind die Polster für die vorderen Sitze mit dabei. Zwei große Fenster, die auch Licht hier reinbringen und jede Menge Ablagefächer. Und hier eine kleine Garderobe, hier kann man zuziehen. Jetzt kommt das Highlight, ist natürlich das Badezimmer. Das ist getrennt, die Dusche ist extra. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, gerade du hast eine kleine Tochter. Ja. Wenn auch die mal Simsalabim mal gewickelt werden muss und dann anschließend kennst du ja selber, der Popo, die Kacki ist dran, ja, da musst du mal sauber machen. Gut, ihr macht das noch mit Öltüchern im Moment, nehme ich an, oder? Ja, absolut. Ja. Oh, schon so lange her, 10 Jahre her bei meinem. Ist das eine neue Erkenntnis jetzt mit einem kleinen Kind? Ja, absolut. Ändert sich alles, aber ist auch sehr, sehr schön. Du kannst dich noch daran erinnern, als du mal klein warst, so ein Jahr alt? Nee. Du? Nee, auch nicht. Siehst du. Ich war... gibt eine ganz interessante Geschichte, als ich bin ja praktisch, ich war auf einer Schule, die war nicht evangelisch, sondern katholisch, okay? So, und wir kommen ja aus einer evangelischen Familie. Ich weiß zwar jetzt nicht, was die Geschichte mit dem Weißen, aber es war ganz witzig. Und da bin ich dann zum Pfarramt hin, weil ich musste damals meine Taufbescheinigung holen. Okay. Und ich hatte aber einen anderen Namen, weil ich hieß als Geburtsname, bin ja Halbamerikaner, so wie mein Vater. Und Herzog, und haben die Gemeinde, hatte mich gefragt, ja, sind Sie denn sicher, dass Sie das sind? Und da habe ich gemeint, ich war ja dabei bei der Taufe. Okay. Und weißt warum?
bin mit 6 Jahren erst getauft worden. Ah, und das wusste ich noch. Okay. Ich war damals Messdiener. Und du weißt, warum ich jetzt praktisch die Family, die war evangelisch, ich katholisch war? Ich musste auf die Grundschule. Mhm. Und damals in den 70ern durftest du nur auf eine katholische Grundschule, wenn du katholisch warst. Mhm, okay. Das haben die dann ein Jahr später abgeschafft. Und die Evangelisten haben was? Eigene Schule gehabt. Ah, okay. Ja, war so. Gut. Das ist jetzt aber auch alles aufgehoben. Ja, alles weg. Zurück zum Thema, oder? Ja. Wieder. Aber es ist ja so, warum erzähle ich das eigentlich? Es geht um das Thema Family. Mhm. Und Alkoven und Family ist der Hammer, oder? Passt zusammen, ja, absolut. Hat die meisten Möglichkeiten, auch was das Schlafen angeht, die meisten Staupositionen, Stauflächen. Also bietet sehr, sehr viele Vorteile. So, da sind wir. Wir sind bei der Firma Ahorn in Frankfurt. Das Ganze haben wir schon mal in Speyer gefilmt. Du hast mir gesagt, du willst ja jetzt nicht alle Reisemobile nochmal filmen. Ich habe gesagt, ja doch, mach mal, weil ihr habt die neuen 23er Modelle da. Ja. Du warst auch in Stuttgart. Wie wichtig sind die Messen für euch? Oh, sehr wichtig. Gerade die CMT oder die Caravan-Messe in Düsseldorf sind für uns schon die wichtigsten Messen. Und es ist immer wichtig, auch nah an den Kunden zu sein und auch natürlich auf die Wünsche und Bedürfnisse einzugehen und das natürlich auch in die Entwicklungsprozesse mit einfließen zu lassen. Gut. Ihr könntet ja den Leuten sagen, kommt hierher, da habt ihr viel mehr Auswahl als auf der Messe, weil ihr habt ja fast alles da. Ja, aber gut, das ist auch, ja, absolut, das könnt ihr gerne jederzeit machen. Allerdings muss man auch sagen, dass man auf der Messe auch mal vergleichen kann, was ja für uns in der Regel dann auch für uns spricht, zum größten Teil. Und dann hat man auch andere Hersteller vor Ort und dann, ja, in der Regel schließt man dann doch bei Ahorn ab. Ja, aber das Marketing macht viel Aufwand, gibt jetzt zum nächsten Happening in Italien, habt ihr uns eingeladen, kommen neue Modelle, ja. Kommen die Kollegen und filmen das, aber so eine Messe, die ist ja nicht nur viel Aufwand, also 11 Tage Superstress, sondern auch, die ist auch richtig teuer. Also das heißt, ihr investiert so in eine Messe, aber das ist wichtig. Ich glaube, das ist so, sich neben die Kollegen zu stellen. Ja, ich sag mal so, man sieht es ja ein bisschen von der IAA. Also die Hersteller gehen gerade im Pkw-Bereich immer mehr davon weg. Dank so Leuten wie dir. Ist natürlich dann auch, Internet und Videos und alles werden immer wichtiger. Aber anfassen ist doch ganz wie, oder hier reinkommen, riechen. Die Haptik, ja, absolut. Also ich bin auch ein Typ, der was greifen muss. Und aber wobei, man kann ja auch sagen, man kann es ja auch schön vorselektieren. Auch im Internet die Sachen mal angucken. Filme angucken und dann kriegt man ja schon ein Gefühl und ungefähr weiß man ja schon, ob man mit 4 oder mit 6 Leuten verreisen möchte. Mhm. Und dementsprechend kann man das auch ein bisschen selektieren. Was der Alkoven, der ist ja nicht so beliebt wegen der Form. Also das ist ja eigentlich der Hauptgrund, wegen dem Buckel, der oben drauf ist. Aber du sagst, als pragmatisches Modell, als vernünftiges Modell kriegst du, ich glaube, die maximales Volumen überhaupt im Reisemobil. Man kriegt extrem viel geboten. Klar, aber ich sag mal, wenn man ein Tempomat bei 100 oder 110 einstellt, ist das ein tolles Fahren, auch mit dem Alkoven-Modell. Also. Du weißt ja, viele sind ja auf dem Campingplatz, da muss es das teure Modell sein. Der Nachbar soll ja auch sehen, dass man, ich sag mal, viel Geld auf dem Konto hat. Ja. Ich glaube, die Alkoven-Leute, das sind oft so Leute, die ganz, ich sag mal, auf den Geldbeutel gucken, die sagen, hier, wir fahren da 6, 8 Wochen weg in Camping vielleicht mit der Family, muss kein sein für 150.000, langt für 70. Ja, absolut. Gibt es jetzt einen geilen Spruch vom Zlatan Ibrahimovic, der ein Haus gekauft hat in L.A. und dann der Makler ein paar Adressen genannt hat, wo er jetzt die Möbel kaufen sollte. Und er sagt, er ist ja kein Idiot und er geht einfach zu Ikea, weil einfach Preis-Leistung passt. Komm, wir gehen mal raus, dann zeigen wir euch den Preis. Das Ganze macht ihr schon seit über 30 Jahren und das will schon was heißen. In, glaube ich, 2. Generation jetzt. Ja. 2. Generation. Das hier war mal ein Autohaus, man kann es nicht mehr erkennen, denn ihr habt alles renoviert, alles neu gebaut. So langsam wird es auch ein bisschen voller. Das Modell heißt Canada AD, diesmal Modellvariante 22-23, ein Durchläufer. Heißt, ihr habt ihn einfach weitergebaut. Und er kostet, wie hier steht, 76.144 Euro. Wenn ich noch ein altes Reisemobil habe, kann ich das in Zahlung geben bei euch? Super gerne. Super gerne. Ich danke dir herzlich. Gerne. Und wenn ihr kommen möchtet, wo seid ihr in Frankfurt? In der Justus-von-Liebig-Straße, 24 bis 26 in 63128 in Dietzenbach. Tschö. Tschö.